Wie du in Steam deinen Key bzw. Produktschlüssel aktivieren kannst, den du bei Kinguin oder MMOG erworben hast und was man beachten muss, das erfährst du jetzt nach dem Intro. Bleib dran! Hi, ich bin der Tobias. Es gibt zwei Möglichkeiten, den Produktschlüssel zu aktivieren. Dafür begeben wir uns in Steam und klicken auf das obere Menüfeld auf Spiele. Darunter wird sich ein neues Menü aufklappen und hier klicken wir auf Produkt bei Steam aktivieren. Die zweite Möglichkeit, dahin zu kommen, ist einmal unten links Spiele hinzufügen. Danach im neuen Menü auf Produktschlüssel bei Steam aktivieren klicken. Jetzt fangen wir mit der Produktaktivierung an. Hierfür halten wir den Produktkey bereit und klicken jetzt auf Weiter. Danach sind wir bei den Nutzungsbedingungen. Die kannst du dir einmal durchlesen und dann auf Zustimmen klicken. Jetzt kannst du deinen Produktschlüssel eingeben. Unten siehst du einmal die Mustervorlage, wie so ein Schlüssel aussehen kann. Meistens werden solche Schlüssel, die du bei Kinguin oder MMOG erworben hast, über die E-Mail gesendet. Das müsste dann so aussehen. Nach der fertigen Eingabe klicken wir auf Weiter. Danach wirst du darüber informiert, dass die Aktivierung erfolgreich war. Hier könntest du jetzt einen Beleg drucken. Wenn du alles richtig durchgelesen hast, klickst du auf OK. Jetzt fragst du dich, wie installiere ich das Spiel bei Steam? Wenn Steam das nicht schon automatisch gemacht hat, klickst du oben auf Bibliothek und suchst links dein Spiel raus. Und hier einmal draufklicken. Jetzt nur noch auf Installieren klicken und das Ganze bestätigen. Was gibt's zu beachten? Beachte, dass der Produktschlüssel aus der EU stammt und nicht aus Russland. Produktschlüssel sind nämlich auf das jeweilige Gebiet, also auf die jeweilige Zone begrenzt. Sollte dein Produktschlüssel nicht funktionieren, obwohl du alles richtig eingegeben hast, melde dich bei Steam bei dem jeweiligen Verkäufer, im besten Fall bei Kinguin oder MMOG, im schlechtesten Fall bei eBay. Da wir jetzt schon bei eBay sind, kaufe keine Produktschlüssel bei eBay oder irgendwelchen unseriösen Verkäufern. Willst du noch mehr von solchen geilen und interessanten Videos sehen? Dann guck dir das hier an. Guck dir dieses interessante Video an. Hast du aber noch mehr von solchen Problemen mit Steam? Guck oben rechts auf der Infocard und unten bei Android. Da kannst du dich informieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ein fettes Dankeschön dafür.